Hast du eigentlich schön das Haus von innen gesehen, Friedhof? Komm her. Ich habe da drin geschlafen. Warum sollte ich das nicht? Aber hast du auch das Dach gesehen, meine ich, so das Dachgeschoss. Da oben nicht, mein, da oben ist mein Bett, mein Freund. Was? Unter dem Dach? Ja. Ach, da hast du dich hin platziert, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Und wie findest du das hier? Doch. Nicht so geräumig, wie es sein könnte, aber ganz angenehm. Oh, ihr habt richtige Ansprüche, der Kerl, Mann. Was denn? Ich habe 90% von dem Holz, was ihr verarbeitet habt, gehackt. Ja, Ansprüche, du bist halt ein Zulieferer, wohl, und? Wohl... Seit wann hat denn ein Zulieferer Ansprüche zu stellen? Mach so weiter und ich baue es dir gleich wieder ab. Oh, rennt er da wie ein Berserker durch und baut alles weg. Nehme ich die Ware wieder mit. So, ihr Lieben, wollen wir irgendwas prügeln? Ügeln. Ja, ich glaube, wir wollen müssen die Gegend laufen. Wo war unser Ziel? Die schwarze Schlucht oder wie das Ding hieß? Ich habe auf der Karte immer noch den Totenkopf, weil mich da ein Baum erschlagen hat. Den lassen wir da auch, bitte. Oh, da hinten ist ein Reh. Wo ist mein? Habe ich über Pfeile dabei? Ja, es muss reichen. Piu! Piu! Oh! Was? Ich habe was getroffen. Ich habe irgendwas getroffen. Was habe ich da erstaunt? Ich habe einen Neck getroffen. Ja, Neck, mir am Arsch. Weg. Gut. Wir wollen ganz nach unten, oder? Ja, war das unten? Ich weiß es gerade gar nicht. Black Forest, war das unten? Ja, der ist ganz, ganz unten. The Elder, nicht? Wir wollen The Elder platten. The Elder Dragon? Genau, wir holen uns jetzt den Elder Dragon. Den ist die Welt mit den roten Augen oder den mit dem eiskalten Blick? Beide. Ist die Welt hier eigentlich auch prozedural regeneriert? Regeneriert? Ich denke ja. Achso. Meine ja. Brauchen wir Steine? Ich weiß es nicht. Nimm mal welche mit. Oh, komm ich diesen Berg hoch? Ja. Yeah. Dürlemont, l'Aristocat. Das ist hinten eine Hütte. Brauchen wir eigentlich noch irgendwas wie Leder oder sowas? Oh, ein Bienenstock. Dann hast du auch endlich mal, Honig. Oh Mann, ich bin so gut geworden im Schießen. Ach, ist das gut. Richtig, richtig gut. Ich treffe jetzt sogar Tiere. Ich treffe jetzt sogar Tiere. Nicht mehr endlich. Vorher habe ich andere Sachen getötet. Jetzt treffe ich auch Tiere. Wie wird das? Wir haben früher mal darüber nachgedacht, den das Friendly Fire anzustellen. Und dann hatte Julian den Bogen in der Hand. Dann hatte ich den Bogen raus. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Was soll das denn heißen? Ich habe noch nie auf euch geschossen. Ich würde gerne mal so einen Fisch irgendwie fangen oder sowas. Wäre schon geil. Das wäre cool, ja. Was ich hier trinke? Was? Ich bin noch über dem Wasser. Wie lange geht der Fluss hier eigentlich? Würde mich mal interessieren. Bis er zu Ende ist, Julian. Oh, du bist aber... Das ist aber clever. Oh, da ist ein Deer. Ah, reicht das? Piu. Was? Nicht gereicht? Na gut. Und... Piu. Oh, nee, noch ein Bienenstock. Ich stinke. Was? Wieso stinkst du bei einem Bienenstock? No room! Ja, was? Die sind mir zu nahe gekommen. Dann habe ich angefangen zu stinken. Ach, scheiße. Natürlicher Abwehrmechanismus. Ja, ich schmeiß mal ein paar Sachen hier weg. Brauche ich alle nicht. Weg damit einfach. Ich will den Kopf mitnehmen. Oh, das Wetter schwingt um. Geht das überhaupt, wenn wir hier am Fluss lang gehen? Ja, eigentlich sollte das klappen. Nee, das geht gar nicht. Och, Mann, was ist denn los mit euch? Jetzt muss ich keine Ahnung, wo ihr seid, aber ich bin, glaube ich, schon angekommen. Ja, wahrscheinlich. Da gehe ich stark fast. Echt? Nur fast. Aber wir sind noch relativ nah bei dir sogar. Ich wollte gerade sagen, wir sind sehr nah bei dir und der Weg zu dem Viech ist noch endlos weit weg. Okay, und hier läuft der Fluss ins Meer. Was? Was?
Was? Mehr Ram? Nee, mehr Großmutter. Großmutter? Ach ja, unsere Zeit damals in... Im Kriegsrahmen. Ach ja, in Warframe, genau. Habe ich schon beinahe das Spiel vergessen. Weißt du noch Spiel? Damals? Hm. Ich diese blöde Werbung im Kopf. Hm. Oh Mann. Scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Ich muss auf der anderen Seite schwimmen. Ich werde einfach sterben. Seh schon kommen. Einer von euch ertrinkt gleich. Oh Gott. Ja, ich bin es. Oh, oh, oh. Was passiert, wenn meine Ausdauer weg ist und ich noch im Wasser bin? Dann kriegst du Schaden. Achso, dann krieg ich nur Schaden. Ah, gut. Ich dachte, erstmal kriegst du dann Schaden. Ich dachte erst, ich höre einfach auf zu schwimmen. Das ist natürlich direkt auch abgesoffen. Eine Option. Und dann gehe ich unter wie ein Stein. Warum bin ich so flott? Ein Speedboost durch Schwimmen. Vielleicht hast du Schwimmen ja schon gelevelt. Nee. Aber Schwimmen kann man nicht leveln. Was? Doch, klar. Doch. Doch, man kann Schwimmen leveln? Alles leveln. Kann sogar mich leveln. Stimmt. Schwimmen ist bei mir aber auch erst auf Level 5. Oh, 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 hier ist ein Haus. Ist hier eine Truhe? Haben wir hier eine Truhe? Da ist eine Truhe. Schön. Eine Fackel. Was ist das? Amber. Nice. Ich hab Amber gefunden. Leute, wir haben Amber. Bernstein. Amber hatten wir aber schon. Ich noch nicht. Also bei mir war sie jetzt neu. Das war in unseren Kisten. In der Amber-Kiste. Das habe ich letztes Mal gefunden. Ja, letztes Mal war ich mit dem Hausbau beschäftigt. Da war ich sehr fokussiert. Ja, nee, ist klar. Doch. Ich kann nur eine Sache. Ausbauen oder Amber begutachten. Mehr geht da nicht. Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Er ist vom Weg abgekommen. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh, hier ist ein Stein. Ein Stein, ein roter Stein. Habt ihr ihn auch schon gesehen? So, ja. And this land is hard and wild and leck mich im Arsch, das ist mir ganz egal. Oh, habt ihr dieses Dorf hier gesehen? Ein Dorf. Das Riesendorf hier, wow. Oh, hier sogar ein altes Bett. Cool. Oh, eine fette Truhe. Oh, fette Truhe. Oh, stimmt. Ich schon geplündert. Also hier war schon jemand vor mir, oder? Ja, hier war ich letztes Mal. Ach so. Mhm. Cool. Das ist krass. Dick gemacht. Alter, ich habe so viel Rehe auf dem Weg hierher gerade zerlegt. Das ist echt. Kannst du jetzt schon wieder umdrehen und ablagern? Ich kann voll ablagern. Ich habe Karottensamen gefunden. Was? Grottensamen? Karotten. Ach so. Bei mir ist irgendwie wieder nur die Hälfte angekommen. Ich weiß nicht, was gerade los ist mit dem Internet. Du meinst mit deinem Kopf? Hallo. Das, was bei meinem Internet auch los ist, Marco. Kann genauso gut sein, dass ich gleich auch auf einmal weg bin. Oh, Mitte des Monats kriege ich neues Internet übrigens. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Oh. Dann ist alles besser. Alles. Nee. Ich kann einfach nur froh sein, wenn ich überhaupt irgendwas habe hier im Moment. Ja. So wie das wegfällt, ey. Du hast uns. Du hast Marco und mich. Oh nein, Tiere. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Was war das? Zaubern, Marco? Was war da hinter mir passiert gerade? Kannst du zaubern? Was denn? Ich hab hinter mir nur irgendwas so piu, piu. Das klang wie irgendwelche magischen Sprüche. Was ist das denn hier? Ja, das war mein magischer Speer, den ich im Gegner versenkt habe. Oh. Das sieht auch cool aus hier. Hier ist ein cooler Ort. Hier könnte man ein Haus bauen. Wir haben gerade eins gebaut. Reicht man das nicht? Man kann nie genügend Häuser bauen. Ey, das ist eine richtig gute Klippe hier. Da kann man einen richtig guten Leuchtturm hin. Oh, nice. Ja, ich glaube, wir bauen hier einen Leuchtturm hin. Oh, hier ist Kupfer. Hier ist Kupfer, Jungs. Oh, Kupferjungs. Die Kupferjungs. Sind wir jetzt die Kupferjungs? Oh, Zinn. Ist das jetzt unser neuer Titel? Die Kupferjungs? Einst waren wir die Hühnerdiebe, Marco. Nun sind wir die Kupferjungs. Ja, sind wir damit aufgestiegen oder abgestiegen? Das ist hier die Frage. Kupfer ist weniger wert als ein Huhn, glaube ich. Das kann sein. Ich weiß es nicht. So ein Huhn ist ja bestimmt viel wert. Also,
Heutzutage ist es auf jeden Fall umgekehrt. Aber damals. Ja, gut, okay. Damals, ich meine, so ein Tier, ich meine, du hast ja mit Tieren gehandelt. Wird dir helfen. Hier ist Kupfer. Hier ist Kupfer, ja. Oh, falsche. Wo ist meine Hacke? Ja. Jetzt wird der Rabe bei dir wahrscheinlich auch sagen. Nee. Ich habe eh keinen Platz mehr. Oder? Also ich habe Kupfer doch schon gehabt. Ich habe es mir einmal aus der Truhe genommen, ins Inventar gepackt. Dann kam der Rabe, dann kam Hodin. Nee, wie heißt der? Der heißt nicht Hodin. Wie heißt der? Hode irgendwas mit Hoden. Hodin. Herr Ho. Eugene. Nenn ihn Eugene. Ja, Eugene ist doch perfekt. Genia. Wow. So, was brauchst du? Das ist ganz schön viel. Das ist richtig heftig. Ist das alles hier? Der ganze Stein? Also alles? Immer wenn er drüber habert und da Kupfer steht, könnte da Kupfer drin sein. Stimmt. Copper Deposit. Krass. Ich hab zu wenig Ausdauer. Ausdauer. Das geht dir nicht alleine so. Ich glaube, ich setze mich mal eine Runde hin. Kriegt man dann Ausdauer? Oh, da, guck mal wieder das Schild. Du sollst arbeiten, Junge. Erstmal Pause machen. Erstmal was essen. Stimmt, ich muss was essen. Ein wahrer Waffenmeister. Erstmal was reinpfeifen hier. Wie lange muss man sitzen, bis es wieder geil ist? Erstmal was rauchen. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir auch Komfort. Es kann sein, dass wir Komfort brauchen, damit wir ausgeholt sind. Ist das nicht Komfort genug hier? Nee. Es ist gerade ein bisschen ungemütlich, glaube ich. In dem Regen. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen. Das ist in Ego-Perspektive irgendwie dämlich, da die ganze Zeit an den Stein zu gucken. Oh, guck mal, fliegende Steine. Wie viel Kupfer brauchen wir denn? Bestimmt viel, oder? Keine Ahnung, wir haben auch immer noch nicht diese Art Stein, die wir brauchen, die irgendwo in der Erde liegt. Was? Okay. Damit wir eine Schmiede bauen können. Ach so. Was wird eine Schmiede gebaut? So einen komischen Kuppelstein, den man irgendwo in der Erde finden kann. Okay. Oh, guck mal, ich habe Shelter. Oh, ich setze mich jetzt hier hin. Hier ist gemütlich. Shelter. Ah, hier ist eine Höhle, Leute. Was heißt eine Höhle? Ich hab hier begraben. Nee, hier ist ein Höhleneingang. Ach, bei dir? Komm mal her. Oh, okay. Krass. Sieht da was mit? Oh, da kann man entern. Ach so, bauen wir gerade eine Höhle ab, oder was? Oh, hier ist auch Shelter tatsächlich. Troll Cave. Ich glaube, wir sollten. Okay, sie sind beide drin. Ich sag gerade noch so. Wir sollten da nicht rein. Oder ist ein Troll. Das ist ein Troll. Oh, wo? Wo ist ein Troll? Oh, hi. Ah. Oh Gott, der wird uns plätten. Au, ich hab sogar geblockt, Heilige. Zünd ihn an! Ich schieß ihm brennende Pfeile in den Hintern. Aua. Hui, 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 hui. Oh Gott, Leute, raus hier! Lauf! Ich hoffe, der kommt nicht hinterher. Ich war in der Ecke. Wo ist Friedhof? Ich bin tot. Nein! Wir haben Friedhof verloren. Wir müssen die übelste Rache begehen. Ja, okay, wir gehen rein. Wieso bin ich jetzt eigentlich immer der von Trollen getötet? Oh, der hat sich nicht regeneriert. Sehr gut. Boah, der hat aber noch ziemlich viel. Der ist fast tot, Mann. Ich bin Oh, Marco, hau ab. Nein, okay. Ich bin tot. Ich muss da wieder rein. Wir haben Marco verloren. Ja, ich muss da auch wieder rein. Scheiße, ich muss da nicht wieder rein. Oh Mann. Ach, shit, wo seid ihr denn? Wieso haben wir diesen Dings eigentlich am Arsch der Welt gebaut, hä? Was heißt am Arsch der Welt? Wir haben den oben bei dem... Am Arsch der Welt? Es gibt ja kein... Wir brauchen ein mobiles Bett einfach. Wir brauchen ja den Punkt irgendwo. Du kannst ja nicht sagen, oh, das ist am Arsch der Welt, weil da oben ist ja unser Hauptspot. Wir bräuchten ein Pferd. Kann man nicht reiten? Kann man nicht irgendwie so einen Hirsch domestizieren? Keine Ahnung, was wir bräuchten, ist sowas wie ein Teleporter zum Freund oder so. Teleporter, wo sind wir denn hier? Das ist alles hier echte Fiktion. Ja, du mich auch.
zum Freuen. Was? Oh, too much to carry. Nein. Och. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Nein, ich habe Köpfe weggeschmissen. Nein, ich habe Köpfe weggeschmissen. Die guten Köpfe, die kann man doch noch essen. Verdammt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. I'm overlasted. So, jetzt kann ich wieder bewegen. Wo sind die Köpfe? Da. Toll. Hallo Skelett. Tschüss Skelett. Ach, das ist doch bescheuert. Ich muss jetzt den ganzen Weg echt wieder zurück. Ich bin komplett voll. Wir müssen den ganzen Weg noch zweimal auf. Ihr müsst zweimal laufen? Warum? Naja, wir müssen hin und wieder zurück. Na gut, stimmt. Ihr müsst hin und weg. Was ist das? Die Frage, die ich mir stelle, ist, kommen wir da rein und können unsere Leichen hier, was wieder... Oh Gott, Skelette! Oh Gott, Leichennuten? Ja. Das müsste klappen, oder? So. Boah, ich habe hier eine Bude voller Skelette. Oh Gott, hier ist ein Grey Dwarf Schamane. Ja, das sind die Kotze. Oh. Noch gar nicht gesehen. Hab ich letztes Mal einen von gesehen und vor dem bin ich einfach weggerannt. Oh. Haben die da was drin? So. Oh Gott, hier, hier sind so viele Leute. Komm mal zu mir bitte. Hier sind ganz viele Skelette. Die haben da bestimmt. Ich würde gerne erstmal mein Zeug wieder haben. Ich wollte gerade sagen, ich würde auch gerne erstmal mein Zeug wieder haben. Ich bin splitterfasernackt, mein Freund. Ja, dann mache ich eben die Skelette alleine. Die Skelette können ja auch nichts. Die haben Sterne. Musst du dreimal drauf und die sind tot. Ich hab einen Bogen, ich kann nicht draufhauen. Dann nimm eine Axt. Nee, Axt ist doof. Hi Marco. Hi Julian. Frithjof. Aua. Ah. Ist er da noch drin? Aua. Ja, und er hat sich nicht regeneriert. Okay, das ist schon mal gut. Moment, Fahrgraf, war ich das? Ja, Fahrgraf bist du. War ich der? Ja, oh Mann, du bist am Eingang. Das ist sehr gut, ich bin da hinten drin. Au. Ich werde sterben. Alter, wie viele... Upp, was hat er gemacht? Achso, Spiel gespeichert. Wie viele Skelette sind denn da in dieser Burg? Alter, diese Burg ist voller Skelette, Leute. Warte mal, Marco. Ich schleich mich, warte. Ich meine nur, ich würde sonst jetzt eben einmal Julian helfen. Ich hab mein Zeug. Oh ja. Gott. Aber den können wir töten, den Troll. Der ist ja, den können wir gerne gleich töten. Ja, können wir gerne machen. So, erstmal würde ich gerne hier diese Skelette wegskeletten. Dann muss ich einmal ganz kurz zurück zum Lager. Nein, ich bin tot. Es tut so weh. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Warum mache ich das denn auch? Darf ich den Scheißweg zweimal laufen? Ach, you feel cold. You feel like an idiot. Dann hier vorne einfach auf Julian. Mhm. Oh, hier ist ein Kupferdeposit. Oh. Oh. Über uns ist ein Skelett. Oh. Ein Sterneskelett. War es das, was dich getötet hat? Ja. Ja, das ist aber nicht nur eins. Da steht auch noch oben eins auf der Reling und eins ist auch noch drin im Haus. Komm da nicht hoch. Das eine habe ich aber schon getötet. Scheiße. Ach Mann, alles nur, weil ihr mir nicht geholfen habt. Das ist alles eure Schuld. Ich bin total unschuldig. Jetzt werde ich noch vom Boar angegriffen. Boah, ey. Geh weg. Du Schwein. Hätten uns schlafen legen sollen. Was ist denn da hinter mir? Ach so. Ein Greidraff. Wie kann man sich noch hinsetzen? Ich sterbe gleich ein zweites Mal. X. Oh Gott. Ich sterbe gleich ein zweites Mal. Lauf einfach. Lauf. Ich habe keine Ausdauer mehr.
Und alles ist hinter mir her. Da ist gerade aus dem Busch ist ein Wildschwein gesprungen und hat mir ins Gesicht gebissen. Hallo? Ja, weil es ist so dunkel und ich laufe allein. Ich höre Gemunkel, will nicht alleine sein. Oh, noch ein Greidraff. Oh, weg. Leave me alone. Wo muss ich noch hin? Noch weit? Nein, ist gar nicht mehr so weit. Okay. Was passiert eigentlich, wenn man zweites Mal stirbt? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich will's auch nicht ausprobieren. Mir fällt doch gleich bestimmt ein Baum auf den Kopf. Ich sagte, ich werde gleich von irgendeinem Eber aus dem Gebüsch angegriffen. Er kommt einfach auf mich zu, tötet mich. Kommt direkt aus dem Busch. Aus dem Busch. Aus dem Busch. Wart ihr schon in dieser Burg jetzt drin? Ist da irgendwas oben? Keine Ahnung, ich hab eins von den... Ein Stinker, Hilfe. Oh Gott, Marco. Ich bin nah dran, ich höre euch. Nein, ich höre euch noch nicht, aber ich bin fast da. Ich habe es fast geschafft. Oh, da hat jemand Feuer gemacht, das ist sehr gut. Oh nein, da ist eine Wildschweine, ich hasse Wildschweine. Und da ist eine Bienennest und ich hasse Bienennest. Ich bin allergisch gegen Bienennest. So bist du jetzt eigentlich ein französischer Wikinger geworden. Ich würde das auch gerne erfahren, aber das ist vielleicht auch einfach eine Story für ein anderes Mal. Ich bin Franzmann Franzmannsson. Oh, da bin ich. Zack. Items recovered. Ich bin wieder da. Le Truyer. Wenn du wieder da bist, solltest du dir auch mal was anziehen. Was? Ich bin nackig? Ja. What? Say what? Oh. Equipping Leather Tunic. Equipping Leather Pants. So, jetzt will ich mal gucken, was da oben ist. Nein, da drinnen habe ich nichts gefunden. Was? Eine riesengroße Burg ohne irgendwas? Das kann doch nicht sein. Ja, offensichtlich. Ist echt nichts. Von daher bin ich der Meinung, lass uns zurück zu dieser Trollhöhle gehen. Diesem Troll gehöre ich den Hintern versuchen. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Ja, der wird jetzt aber geschlachtet. Na gut, dann machen wir erstmal den Troll. Aber dann muss ich einmal kurz nochmal wieder zurück und mein Inventar leeren, sonst können wir den ganzen Weg vergessen. So viel Ohr und alles eingesammelt. Or not. Oh nein, mein Bogen ist fast kaputt. Scheiße. Kannst auch meinen haben. Kein Platz. Okay, dann nicht. So. Magst du mir jetzt deinen Bogen geben? Nee, jetzt nicht mehr. Nein. Er ist so rober. Aber der ist nicht so gut, ne? Musst du aufpassen. Ist? Der Unterschied? Hattest du deinen nicht geupgradet? So, ja, okay, stimmt. Macht nix. Den Moment. Oh Gott! Wow! Ich komm rein. Nee, ich geh raus. Ich bin gleich wieder durch. Ah, ich bin schon wieder tot. Oh, das ist echt nicht wahr. Das erste, was passiert ist, als ich reingegangen bin, kam diese Faustmischung entgegen, instant rausgedrückt. Ich bin wirklich reingekommen und krieg wirklich nur noch in dem Moment, wo ich durch die Tür komme, BAM, krieg einfach die Faust ins Gesicht. Ja, richtig auf die Schnauze bekomme ich auch. Seid ihr beide tot? Sind wir alle tot? Nein, ich hab's auch überstanden. Ich habe keinen Schaden abgekriegt. Ich bin zum Glück noch. Oh, wir den ganzen Weg. Gibt es hier nicht eine Autorun-Taste? Ich glaube, es gab tatsächlich eine. Echt? Boah, aber ganz ehrlich, irgendwie sowas wie ein Teleporter oder so wäre wirklich mal ganz nice. Mhm. Gibt es doch bestimmt irgendwelche Teleport-Funktionen oder so. Kann ja nicht sein, dass man immer bei... Ich meine, bei so einem riesen Kartending... Na gut, das ist halt das Wikinger-Prinzip. Wenn du weg willst, dann nehme deine Sachen mit. Aber okay, hier vorne gibt's unglaublich viel Kupferzeugs. Ah, ein Wildschwein! Trollhöhle. Es ist wild geworden! Die Frage ist, man kann doch bestimmt auch nachher dann Boote bauen. Schwimmt Holz immer? Oder müssen das bestimmte Boote denn sein? Ich habe keine Ahnung. Wir können jetzt schon einen Raft bauen. Okay. Also meine Frage wäre einfach, kann man auf einem Boot etwas draufsetzen? Also irgendwie Truhen, Häuser, hast du nicht gesehen? Könnte man ein Hausboot.
Ja, das wäre zum Beispiel geil. Das wäre cool, ja. Könnte man das alles mitnehmen. Hat man sein Bett immer dabei, dann macht man es halt wie die Wikinger. Man fährt an den Flüssen entlang, hat sein Haus und seine Sachen dabei und kommt irgendwann nach Hause an seinen richtigen Punkt und dann, ja. Habt ihr das Vieh schon geplättet? Nein. Trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Okay, ich habe, glaube ich, einen Spawnpunkt für Grauzwerge gefunden. Oh, ich habe einen Sterbpunkt für mich gefunden. Es ist zu weg. Es ist zu weit, zu viel Weg. Das war tatsächlich ein Grauzwergenest. Ja, keine Ahnung, irgendwie müssen wir das Viech doch töten. Das doch tot. Hier sind überall Wildschweine hier. Ich komme dir entgegen. Ah, sehr entgegenkommt. Findest du? Ich bin aber gleich da. Ich bin fast da. Onkel fast. Ach, aber scheiße, ich muss in die Höhle. Ja. Deswegen wollte ich jetzt auch noch nicht da reinrennen. Wenn irgendjemand als erstes reinrennt, bitte einfach vielleicht rein. Also jemand. Und schleichen. Ich glaube, es bringt nichts. Er steht bestimmt direkt vor die Tür. Das ja, kommt drauf an. Letztes Mal hat er sich weggedreht. Die Aggro ziehen halt. Genau, dass ich einfach schnell rein kann und mir da. Warum habe ich auf einmal eine Fackel in der Hand? Wo kommt die her? Die habe ich da irgendwo hingeworfen. Ich hatte so. Ich hatte vier Stück in der Hand. Vier Stück in einer Hand? Wow. Ja, klar. Das ist Fackeljonglierer. Julian? Ja. Warte mal. Muss mal was essen. Sonst haut er dich wieder mit einem Schlag weg. Ach so, ja. Dankeschön. Pilz esse ich auch nochmal. Okay. Okay, ich werde 30 Leben gerade. Ich werde versuchen, die Aggro zu ziehen. Okay, sagt mir mal sonst, wenn ihr jetzt schon drin seid, dann. Okay, der ist hinten in der Höhle gerade. Okay, ich komme schnell rein. Ja, schleich dich. Geht auf, schleich dich. Was? Geht auf, nicht so laut. Take all. Verdammte Kacke. Ich kann meinen Raisin nicht mitnehmen. Ja, dann scheiß aus Raisin. Ah, nee, so. Egal. Soll ich wieder raus? Lass mal wieder raus. Er hat sich regeneriert. Oha, so okay. Ja, dann ist. Ich habe nämlich auch keine Pfeile mehr. Also. Dann werden wir uns irgendwann später rächen. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall irgendwann mehr Trolle und so ein Zeugs töten. Du solltest deine Klamotten wieder anziehen, Julian. Wie gesagt, ich muss eigentlich echt zurück. Wollen wir einmal ganz kurz zurück? Ich habe keine Pfeile mehr, ich habe kein Inventar mehr, alles. Ja. Nehme mir gerade noch mal ein bisschen Zinn mit, wenn ich schon mal hier bin. Ich wollte sagen, ich hau auch noch eben ein bisschen Kupfer kaputt. Dass ich eben noch mein Tragelimit erreiche. Wie viel habe ich? Okay, ich habe mein Tragelimit erreicht. Ja, ich kann nichts mehr. Ich bin dick. Aber wir könnten echt nur mit dem Raft gucken. Also, ob man auf dem Raft irgendwas draufbauen kann, dass man wenigstens vielleicht eine Truhe oder so dabei hat. Wäre schon geil. Ja. Hat jemand von euch noch die Fähigkeit? Welche Fähigkeit? Vom Hirsch? Ja. Ich habe es immer noch nicht verstanden mit dieser verdammten Fähigkeit vom Hirsch. Wie kriegt man die? Irgendwie F oder war das nicht F? F drücken, ja. Wieso? Hab die vorhin aus Versehen eingesetzt. Nee, ich hab sie gar nicht. Wo sieht man das? Unten links. Genau, unten links. Dings. Steht doch Egg Theory ready. Aua. Zack! Brennt ihr Greife, wollte ich gerade sagen. Oh, Friedhof, pass auf. Ich glaube bloß nicht sterben. Nicht nochmal. Nee. Bei mir steht rechts oben No Skill Drain. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Aber ich habe gerade mein Traglimit überschritten gehabt. Ist das dieses komische verflochtene Symbol links unten? Nee, das ist noch was anderes. Was ist denn jetzt das eigene Leben? Das ist doch das verflochtene Symbol links unten eigentlich, oder? Das ist rot, ja. Das ist das Leben. Okay, ja, dann habe ich dieses Eiter-Ding nicht. Dann musst du nochmal an die Steine und das mit aufsammeln. Vielleicht sollten wir auch einfach diesen blöden Hirsch noch ein, zwei Mal machen für mehr Material für neue Ausrüstung. Ja, möglich ist das, ne?
Ich meine, hatte der nicht irgendwie... Aber hatte der denn irgendwas Krasses? Hatte der nicht irgendwie Material für härtere Rüstung und so? Hatte er? Oh, hier ist eine Truhe. Der hatte auch nur das Spitzhackenzeug da. Echt? Oder nicht? Also ich hätte schwören können, der hätte auch noch andere Sachen gedroppt. Okay. Kann man Bienennester nicht abcraften? Musst du kaputt hauen. Kaputt schlagen. So. Ja. Das ist aber egal. Pass auf, sonst fängst du an zu stinken. Ich brauche gerade keinen Honig. Ah, alles voller Bohre! 4 Bohre! Ich bin verloren. Ah, oh Gott! Boar Rage, Alter. Oh Gott. Geht weg! Lasst mich in Ruhe! Ich habe euch nie etwas getan. Ich werde verfolgt. Ich werde von 3 Ebern verfolgt. Ja, wenn du nicht die ganze Zeit rennen würdest, könnte ich sie dir auch vom Hals halten. Ah, ich habe gehört, Eber können nicht auf Häuser. Ah, nee, das war... Oh. Was ist ein Bild? Was ist denn los hier? Komm mir entgegen. Renn nicht vor mir weg, komm mir entgegen. Ihr seid doch da, ist alles gut. Aber pass auf den Eber auf, der letzte. Das ist Friedhelm, der gierige Geier. Ich dachte, das ist ein Eber. Oh, ein Geier-Eber. Wo sind wir denn gerade? Da. Wir müssen an dem Fluss entlang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Ausflug. Was ein Ausflug. Viel zu aufregend. Ja, ich habe auch noch gedacht, so, okay, gut. Wir gehen mal eben nach unten, kloppen mal eben, fertig. Mach mal eben kloppe, kloppe. Ich wollte auch gleich mal eben gucken, wie das aussieht mit Ausrüstung upgraden. Was brauchte man nochmal, um den Hirsch zu beschwören? 2 Köpfe, oder? Ja. Die habe ich sonst gerade im Inventar. Ich weiß nicht. Wollen wir sonst mal eben nach links einen Abstecher machen? Ich dachte, wir wollten erstmal ablagern. Ja, aber ihr habt doch gar nichts Pfeile. Ihr habt auch nichts mehr, oder? Also ja, meine Platz. Sachen sind fast alle kaputt. Das ist das andere Problem. Ach so, ja, okay. Na gut, ja. Ich dachte, das war so ein Gedanke, so nach dem Motto, man könnte ja mal eben. Man könnte doch noch. Man könnte ja noch mal eben Troll töten. Nix in der Truhe. Na gut. Gleich wieder rausgesprungen aus dem Haus. Ausgesprungen. Alter, der Weg ist aber echt weit. Oder? Ah, ist schon ein Stückchen, ja. Wie gesagt, ich bin immer noch für so einen Raft. Ja, können wir gleich mal bauen. Das ist ja eigentlich auch komplett am Wasser entlang. Ja, eben. Und ja. Theoretisch können wir die ganze Strecke auch mit einem Raft machen. Yeah! Rafting! Kommen die ganzen Wildschweine eigentlich her? Aber ich beklag mich nicht, das ist gut. Ich habe so viele Wildschweine getötet. Man nennt mich auch schon Julian den Schlechter. Den Wildschweinschlechter von Latt. Keine Ahnung. Und Biedekheim. Biedekheim. Nein! Der Rober ist vor mir da. Ich hoffe, wir haben noch genug Platz in den Truhen. Hier wird gebrutzelt. Weg damit, weg damit. Leder rein. Das auch. Achso, ja, dein Bogen kannst du wieder haben, Marco. Das ist gut. Ach, verdammt, ich bin in meinen eigenen Minenschacht gefallen. Oh. Okay. Oh, so Werkbank steht unter Wasser. Du hättest in den Minenschacht gefallen. Geht man da ganz nichts an, lang? Vollkommen vergessen, dass da... Ja, auf einmal kein Boden mehr ist. Das ist. Wir haben eine Great Rough Trophy. Ach stimmt, die hat Friedhof gefunden, ne? Boah. Das war ja ein Scharfschützenschuss, ey. Oh. Der kleine Scharfschütze. Okay, wir haben auf jeden Fall sehr viel Leder gerade, muss ich sagen. Sehr viel Leder. Oh ja.
Ich packe hier mal die Ores rein. Ich habe noch sehr viel Ore. Was ist das? Beach Span. Pack mal Amber hier hinten rein. In die letzte Truhe. Den brauche ich. Den brauche ich. Eine Fackel braucht kein Mensch. Meine Klamotten brauche ich. Das brauche ich gleich, um Pfeile zu machen. Das ist mein Essen. Haben wir irgendwo schon Skelettknochen drin? Keine gesehen. Packe ich mal eben irgendwo die Skelettknochen rein. Die letzte, da war gleich noch Platz drin. Wo Marco gerade dran war. Zack. Packe ich mal Kohle rein. Dann müssen wir unbedingt irgendwann auch mal eine Ordnung machen. Ja. Meine Güte, haben wir viel Leder. Da könnte ich mir mal eine Lederrüstung gönnen, wa? Da braucht man dafür irgendwas Specialiges. Ja, wir haben sehr viel. Weil ich laufe immer noch in Lumpen rum. Oh, das ist auch nicht gut. Wir brauchen sehr viel, also wir haben sehr viel Leder, glaube ich. Achso, das braucht aber nur Hirschleder, was? Ledertunik, ja stimmt, das Hirschleder, genau, die Rack. Das sind die Sachen, die wir machen. Trollleder, wir können auch noch Trollleder was mitmachen. Was ist dieser Stern vorne? Required Station Level. Was? Unser Station? Unsere Station ist Level 2. Wir brauchen eine Dreierbank, um Treuledersachen zu machen. Ah, mir fehlt Holz. Ich kann keine Pfeile machen ohne Holz. Wo ist mein Holz? Wieso sind das nur Level 2? Ach so, wir haben noch nicht das Tanning Rack hier. Tanning Rack? Haben wir noch nicht? Nee, haben wir noch nicht wieder aufgebaut, seit wir umgezogen sind. Ach so. Ja, wir könnten die Werkbank auch mal nach innen verlagern, theoretisch. Ach, da haben wir ja auch schon. Da haben wir schon. Ja, da könnten wir mal die Upgrade-Sachen ranmachen, oder? Ja, mach mal sonst drin, ja. Wahrscheinlich besser. Wo ist denn das Tanning Rack? Und soll ich sonst auch... Das müssen wir bauen. Hatten wir nicht auch diesen komischen... Diese Axt im Stamm da? Wisst ihr, was ich meine? Die Axt im Stamm? Ja, die steckt hier in der Wand. Warum steckt die in der Wand? Ach, da heißt die. Okay. Ich würde die sonst hier mal mit neben bauen. Mhm. Fuck. Sehr gut. Oh Mann, ja, warte, ich baue es wieder hin. Oh Mann. Ich baue das mal daneben. Sehr gut. Mach du das lieber. So, Deerhide und Leather Scraps brauche ich noch für das andere Ding. Hole ich mir. Wooden Arrows. Kann ich auch noch andere Pfeile machen außer Wooden Arrows? Feuer konntest du doch noch. Ja, ja, Feuer auch. Aber ah, da. Flinthead Arrows gibt es auch noch. Pierce. 27 Schaden. Während die nur 22. Achso, 8 bis 15 und 10 bis 18. Okay. Soll ich mir mal ein paar Flinthead Arrows machen? Haben wir noch Flint? Ja, müsste eigentlich. Nimm mir mal ein bisschen Flint. Im Tinnohr? Ne, ja, Marco hat doch 10 gefunden. Ja. Ach so. Ah. Flinthead Arrows. Kraft. Hier kriege ich davon 20. Nice. Ah, ich glaube, da mache ich mir mal einen Arsch voll. Ich glaube, es wären meine neuen Go-To-Pfeile. Kann ich noch? So, sehr schön. So, 100. Jetzt habe ich 100 davon, dann mache ich mir noch ein paar Feuerpfeile. Oh, Feuerpfeile sind so episch. Die haben so viel Feuerschaden, den sie noch machen. Jetzt fehlt mir Wood. Okay. Gut. Das ist doch schon mal super. Hier ist noch ein Resin drin, okay. Pfeile lasse ich mal in meinem Inventar, da bin ich mal frech, ja. Was bringt einem das Upgraden eigentlich? Pfeile, sag ich schon, die Federn. Die Werte werden besser. Okay, dann sollte ich vielleicht ein bisschen was von meinem Kram upgraden, ne? Ich habe, glaube ich, noch nichts upgegradet. Ich bin nur überlegen, ob ich meine Rüstung und das Schild upgrade, aber für das Schild bräuchte ich Leder, Scraps und Wood. Leder Scraps haben wir ganz viele.
Ja, das haben wir ohne Ende. Wird vielleicht noch mein... Hier, 50 Stück drinne. Wird vielleicht doch noch mal meine... mein Bogen upgraden. Sieht man irgendwo, ob der schon geupgradet wurde? Also woher weiß man, ob Sachen schon geupgradet wurden? Ich meine, da stand irgendwo eine Zahl. Ja, doch, oben rechts im Icon steht eine Zahl. Eine 1? Nee. Aber wenn es eine 1 ist, dann bin ich noch nicht geupgradet. Dann habe ich noch nichts geupgradet. Denn, zum Beispiel okay. Mein Speer auf. Es ist gar kein Leder mehr drin. Alles weg. Ach ja. Wo seid ihr alle? Ja, ich hab gerade was genommen. Ich leg's mal wieder rein. Ich sammle gerade Holz, weil ich Holz fürs Schild und so brauche. Ich hab auch kein Holz mehr. Und werde dabei ganz unsanft von irgendwelchen komischen Grauzwergen unterbrochen. Sehr viel von der dicken Deerhide. Wollen wir dir helfen, Friedhof? Alles gut. Wo ist er? Da hinten ist er. Fargrasson. Wir haben kein Holz mehr, oder? Kann das sein? Nicht mehr wirklich, nee. Das haben wir alles verbaut. Was? Das ist alles schon verbaut. Eo. Das ist alles schon im Leuchtturm. Eo. Das ist alles schon verbaut. Alles weg. Alles... Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, Marco! Was hat man für einen Schaden bekommen? Achso. Der Baumstamm. Aua, der rollt auf mich zu und tötet mich dabei. Und er kommt direkt auf dich zu. Zack. Da haben wir Holz. Sehr schön. So, was braucht ihr denn? Was braucht ihr? Weiß ich nicht. Ich will gleich mal gucken, dass ich meinen Bogen aufleveln kann. Oh Gott, da fallen hinten alle Bäume um. Ach fuck, jetzt habe ich Material verschwendet. Ich vor mir. Was hast du gemacht? Ich war im falschen Bildschirm und denkst du, wieso upgradet sich das nicht? Ich habe 3 Turmschilde gecraftet. No. Man kann nie genug Turmschilder haben. Wenn ich sie dual-wielden könnte, wäre das positiv, ja. Ja, dann nehme ich gerne einen. Also verschwendet ist es nicht. Einer schon. Einer ist völlig verschwendet. Total nutzlos. Ich leg sie hier unten einfach in das. Nein, nein! Aua. Ich bin im Friedhofs Grube gefallen und hab Schaden genommen. Dafür ist sie da. Ja, ja. Um mich da reinzulocken. Ich bin schon selbst da reingefallen, also kann ich nichts dazu sagen. Oh Gott, was passiert hier? Wird angefeuert. Aber ich kann leider das, Deerhide? Deerhide, haben wir noch Knochen? Ja, in der ganz rechten Außenkiste, ganz rechts außen. Dann könnte ich meine Rüstung noch upgraden. So, ich will auf jeden Fall meinen Bogen upgraden. Zack. Einmal sollte dort drin sein. Perfekt. Nice. Das ist auch gut. Ich könnte mir eine Trolllederhose machen. Och. Natürlich auch machen. Zu wenig Hide. Ich könnte mir noch einen Lederhelm machen. Also Marco braucht auf jeden Fall... Ach nee, Marco wollte ja gar nicht sneaky sein, ne? Wolltest du gar nicht mal sneaky sein? Nee, ich wollte diesmal nicht sneaky sein, ne. Ich muss sneaky sein. Also eigentlich brauche ich wirklich eine Trollrüstung. Wenn man alle 4 Trollparts hat, dann wird man mega sneaky. Ja, dann bau dir doch schon mal eine. Ich glaube, die hat ja auch so schlechte Werte, ne? Na gut, ich brauche aber Trollhaut und so weiter dafür. Oh, hatten wir das nicht? Ja, ich habe ein paar... Sie habe ich gerade im Inventar, weil ich gedacht habe, ich wollte mal gucken. Aber mir fehlen Knochen. Wo sind die Knochen? Jetzt wieder in der Truhe. Warum nimmt ihr mal alles raus, Leute? Das einfacher ist, einfach alles rauszunehmen und den Rest dann wieder reinzulegen. Ihr könnt auch mit Shift einfach splitten. Viel zu umständlich. Ah. Zack,
Okay, ich mach mir. Brennt jemand. Oh, das Feuer ist kaputt. Da hat jemand das Feuer ausgetreten. Ups. Ups. Ja, toll. Es ist natürlich blöd, dass auch die Klamotten immer Inventarplätze wegnehmen. Toll. Ich darf mich nicht in mein Bett legen. Warum nicht? Weil das Bett ein Feuer in der Nähe braucht. Ja, irgendjemand hat das Feuer ausgetreten. Warum so. War da oben? Da oben war doch noch nie Feuer, oder nicht? Kannst du eine Fackel da hinstellen, wie die auch unten stehen? Ich will nicht eine Fackel ins Bett legen. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die Fackeln? Da. Achso, ich brauche Resin. Schön. Nee, ich glaube, eine Fackel reicht gar nicht. Nee? Nee, ich glaube, wir brauchen echt ein Feuer. Ich kann mich doch hier auch ins Bett legen. Sind wir letztes Mal pennen gewesen oder haben wir das einfach gar nicht gemacht? Bed needs a nearby fire. Was? Ja. Aber macht doch gar keinen Sinn, oder? Wo könnte man dann ganz gut eins hinsetzen? Sicher, dass mit den Fackeln nicht funktioniert? Habt ihr das ausprobiert? Ich kann ja keine Fackel bauen, oder? Ich auch nicht, ich hab kein Raisin. Aber Marco, du könntest doch mal in dein Bett hier gehen. Da ist nämlich eine Fackel in der Nähe. Guck mal, ob du da dich hinlegen kannst. Du bist hier von Fackeln surrounded. Ja, ich brauche ein Feuer. Das ist doch nicht wahr. Ich dachte, man kann gar kein Feuer hier ins Haus bauen. Nee, können wir auch nicht. Hä? Dann macht doch das gar keinen Sinn. Wofür ist denn ein Bett dann gut? Yay. Was denn? Ganze Arbeit und dann kann man die Betten da drin nicht verwenden. Ja, das macht doch keinen Sinn. Ich meine, man kann doch kein Haus bauen, wenn man nachher da drin nicht schlafen kann. Ach, ist zu weit weg. Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Wir haben doch da letztens schon drin geschlafen. Dachte ich auch. Oder war das eine Täuschung? Warte mal, Marco. Komm mal her. Ja. Ja, da kann ich jetzt was machen. Stell da mal bitte das Bett eben hin. Feuer. Das Feuer eben hin, ja. So. Oh. Jetzt willst du das wirklich ausprobieren? Ja. Oh, es fackelt alles ab, ey. Es raucht, oder? Oh, smoked. Wir werden vergast. Oh Gott, das... Oh Gott, das... Brodelt da ja echt alles drin. Oh Gott, der Rauch. Der Scheiße, der zieht da gar nicht ab. Wir brauchen einen Schornstein. Haben wir doch oben. Ja, aber nur oben. Müssen wir hier echt ein Loch reinreißen? Dann könnte es sogar gehen. Das ist doch bescheuert. Ja, aber dann darf ich da oben trotzdem nicht drin übernachten, Marco. Sicher, dass das dann immer noch zu weit weg ist? Er sagte immer, need to nearby fire. Ja, gut, wir haben bis jetzt noch keins. Wir haben ja gar keins. Warte mal, ich platziere das jetzt mal direkt hier drunter. Das ist ja doof. So. Ist das genug zum Abziehen? Also ich kann auf jeden Fall ins Bett, das ist schon mal gut. Nee, man wird versmoked hier. Oh Gott, oh Gott. Lass mich raus. Jeder ist nicht selbst der Nächste. Uncool, es macht überhaupt keinen Sinn. Nee, mach hier nicht alles kaputt, Marco. Guck mal, hier oben wird auch alles zugesmoked. Ist bescheuert. Ja, dann lassen wir das. Können wir nicht unten eins vor die Tür stellen? Einfach und dann unsere Betten alle unten hinpacken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung. Hier irgendwo hinter das Haus das packen oder so. Ups. Das ja, stell's da hin, ist egal. Stell's mir da hin. Probier's einfach aus. Wenn wir es da jetzt unterstellen, dann funktioniert. Kann ich jetzt in mein Bett noch? Ich kann auf jeden Fall in mein Bett, kann ich.
Ich Schaden hier drin im Haus? Oh, warum? Ja, es ist noch nicht abgezogen hier. das ist ja krank. Ja, ich bin zu weit oben, ich darf nicht. Okay, kann Marco denn in sein Bett? Dann wissen wir wenigstens. Ja, ich kann jetzt, ja. Hast du da oben was kaputt gemacht, Friedhof? Ich habe mein Bett abgebaut. Achso. Marco kann auch. Okay, dann pack dein Bett auch hier unten irgendwo in Friedhof. Ja, oder hier. Hier ist überall noch ganz viel Platz. Da kann das auch irgendwo hin. Also hier in die Ecke. Ja, hier probier's hier hin. Das müsste auf jeden Fall klappen. Ja, perfekt. Okay. Unnötig kompliziert. Lass mal eine Nacht drüber schlafen, Leute, eben. Ja. Das ist ja bescheuert. Also das System verstehe ich. Ich meine, ja, finde ich cool, dass der Rauch abziehen muss im Haus. Finde ich super. Aber dafür sollte man doch auch das im Haus platzieren können. Oder gibt es einfach auch noch eine andere Art von Feuer, die wir noch nicht haben im Haus einfach? Also kein Lagerfeuer, sondern irgendwie so ein Kamin oder sowas. Muss ja. Sonst wäre das ganze System ja vollkommen sinnlos. Ja, das ist wahr. Marco überlegt. Siehst du die Überlegung in seinem Kopf? Siehst du es? Wie, was? Was? Über was? Überlagerung. Haben wir noch Leather Scraps? Ja, unter meiner Kleidung. Was steht denn Leather Scraps unter der Kleidung? Ja, wir haben noch ganz viele Leather Scraps. Wir sind super viele Leather Scraps. Dann picke ich jetzt noch ein bisschen Holz und dann können wir ein Raft bauen. Gut. Ich hab meine Leather Scraps, die ich noch hatte, mal eben zurückgelegt. Auch. Oh, hier sind ja auch noch Leather Scraps. Warte mal, die packe ich mal mit in die andere Leather Scrap Tour. Zack. Wir haben 45 Leather Scraps noch. Und irgendjemand hat bestimmt in seinem Inventar auch noch die Deerhide oder Leatherhide, ne? Weil wir haben doch bestimmt noch mehr als 5 Deerhide, oder nicht? Da sind auch noch Deerhide. Alles krumm und schief sortiert. Wir haben noch gar nicht sortiert. Das ist das Problem an der Sortierung. Ach so. Gut, also 9 Deerhide haben wir auch noch. Deerhide-Rate. Gut. Zack, alles wieder repariert. Auf jeden Fall noch ein Raft. Okay, wo kann man denn das Raft bauen eigentlich? Einfach so, ja. Mit einem Hammer. Ah, ach so. Wenn du ein bisschen Leather Scraps, Resin, Wood. Das ist ein fertiges Ding dann einfach, okay. Eine Workbench. Ich könnte ein Raft bauen. Ja, dann hau rein. Mir fehlt nur ein bisschen Resin noch. Ich hab noch 59. Ja, ich hab's mir gerade aus der Kiste mal eben kurz genommen. Ich pack's mal eben hier hin, ja? Muss ich das irgendwie... Wir müssen ins Wasser schieben. Ich weiß nicht, wie nah das hier dran sein darf. Ich mach's mal hier hin. Wusch. Das ist unser einziges Raft. Brauchst du irgendwie ein Segel oder so? Oder? Man kann kein Feuer raufsetzen. Nichts raufsetzen? Hat auch ein Segel. Ja, warum? Kann mich am Stamm festhalten. Oh, halt. Ich darf nicht. Hinten ist eine Leiter, Friedhof. Kann steuern. Kann ich steuern? Oh Gott. Ja, wir haben Gegenwind. Kann man das irgendwie bewegen? Ja. Achso, okay. Die haben sich fusioniert. Okay. Man ist relativ langsam. Aber man ist geschützt. Das Problem ist, wir können halt nichts drauf bauen, also bringt das eigentlich nichts. Ja, ihr könnt ja auch mal ausprobieren. Oh, was man mal machen könnte. Steuer das mal bitte an die Wand bei unserem Ding da. Eine Sache möchte ich nochmal ausprobieren, ob wir die darauf schieben können.
Achso, du steuerst. Ah, okay. Ich dachte, der Typ am Mast steuert, aber da steht man einfach nur doof da, oder was? Passiert jetzt was? Okay, ich kapier nicht, wie das funktioniert. Ich bin zu doof dafür. Via SD einfach. Und, aber wir haben irgendwie gerade wahrscheinlich ungünstigen Wind, deswegen kann man die Segel jetzt nicht ausfahren. So. Hab mal den Motor angeschmissen. Ich will mal eben schauen, ob wir vielleicht über das Floß ein wenig also Holz bauen können. Also einfach sozusagen einfach da drüber laufen lassen, von einer Plattform an Land. Da drauf dann eine Kiste stellen. Die Kiste dann einfach, also ob die Kiste wieder runterfällt, weiß ich gar nicht, oder? Fällt die, bleibt die in der Luft stehen, wenn da unter nichts mehr dran ist? Nee, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich wird die zerstört, so wie alles andere. Ach so. Ah gut, das kann natürlich sein. Scheiße. Ja, das kann sein. Ach Mist. Hey, ja, hier kann man gar nichts drauf bauen. Hier ist irgendwie so ein Floß, total sinnvoll. Was ist denn da mit Floß? Oh fuck! Was packst du da? Ich hätte mich gerade selber fast mit einem Baum erschlagen. Ich will auch immer endlich mal wissen, ob man sein Inventar noch irgendwann vergrößern kann. Irgendwie, keine Ahnung, Rucksackerweiterung oder so. Das wäre cool. Ist ja bestimmt. Aber gut. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause. Ach man. Erstmal will ich den Troll da hinten noch töten. Treffe ich den von hier und. Piu! Oh! Stirb! Oh, das war so knapp! Nee, ist ein bisschen zu weit, oder? Oder? Da! Hab ihn! Was ist denn Troll? Ja, ein Klon hier. Problem. Schade. Oh, Schwein erlegen. Gut, okay. Ist ja gut. Ist ja gut, ich hab's ja verstanden. Ja, aber das weiß ich dann immer noch nicht. Müssen wir beim nächsten Mal dann schauen. Ach, dann müssen wir den ganzen Weg doch laufen. Komplett. Achso, ich habe noch gar nicht gesehen, wie ich aussehe. Ich habe jetzt eine kaputte... Oh Gott. Ich sag dir gar nichts. Ich sehe aus wie... Ja, du siehst halt aus wie so ein Landstreicher jetzt. Ja. Wo ist Fridtjof? Der sitzt im Feuer. Warte mal, ich setze mich mal zu ihm. Fridtjof. Ich bin ein Landstreicher. Oh, ich weiß. Guck mich an. Ich hab dich doch schon gesehen. Eine Kapuze. Guti. Und ich hab einen Helm. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du hast einen Helm? Stimmt. Offensichtlich. Ja. Hä, bei mir hat er keinen Helm. Ach so, ja, das ist manchmal ein Anzeigefehler von dem Mod, von dem Ego-Perspektiven-Mod. Ach so, dass man Helme nicht sieht? Mhm. Ach so. Na gut, vielleicht sehe ich den beim nächsten Mal. Alles klar. Dann machen wir ein kleines Päuschen und resten uns bis zum nächsten Mal. Das heißt aber, wir müssen uns hinlegen. Ah, hier steht auch was. Ja, aber das gibt dann nur Komfort 1 und nicht Komfort 4, aber naja. Oh, Komfort 4!